Was geht und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 26 Minuten TV. Wir sitzen heute hier in Singen mit Janis. Janis, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich bei dir, mein Freund. Immer gerne sind wir hier. Du weißt, wir waren ja letztes Mal an alle Zuschauer, die vielleicht dich hier jetzt gerade zum ersten Mal sehen. Wir haben schon zwei Teile gedreht in der Staffel davor. Du bist Schriftsteller, Ex-Rocker und mittlerweile hast du auch einen YouTube-Kanal. Das stimmt. Alles hier unten bei uns in der Videobeschreibung. Wir sind aber jetzt hier wegen einer nicht ganz so witzigen Sache. Ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum rum. Du weißt, wir haben nur 26 Minuten. Und wenn du bereit bist, würde ich sagen, lass uns loslegen. Bereit. So, und zwar wurde uns ein Video zugespielt. In dem Video sitzen vier Menschen, sag ich mal, an einem runden Tisch. Ja, das ist ein Format von Spiegel TV gewesen. Da sitzen der Klaas Meyer-Heuer, der Thomas Heise, das sind zwei Spiegel TV-Reporter, eine Moderatorin, den Namen von der Dame habe ich jetzt nicht im Kopf, und einmal der Per, man nennt ihn oder sie nennen ihn Perser, ist ein auch Ex-Rocker, sag ich mal, der mittlerweile im Zeugenschutzprogramm steht. Die haben so ein einstündiges Interview gedreht. Ich kenne das Video auch. Genau, das wurde uns ein kurzer Zuschnitt zugespielt, da ging es um dich. Genau, meine erste Frage wäre dazu, so, kennst du diese Leute? Klaas Meyer-Heuer kenne ich tatsächlich, ja. Dem habe ich eigentlich einen guten Draht gehabt. So. Thomas Heise, weiß ich nicht, ob ich den jetzt kenne, irgendwie persönlich, oder? Für mich ist das eine Eierrübe, oder? Ein Aushilfsindianer für Arme, oder? Mit ein paar grauen Federn im Knick, oder? Mehr ist das nicht, aber mehr kann ich zu dem Trottel nicht sagen. Mhm. Also ich wüsste nicht, dass ich den persönlich kenne. Die Frau, die habe ich noch nie gesehen vorher, bis auf dieses Video halt. Mhm. Und der Perser, oder? Das ist genauso oder für mich persönlich, oder? Wie der Memo, nichts anderes. Zug mal bis in die Halskrause rein, oder? Und dann hier Leute anscheiße. Mhm. Memo, muss man sagen, war ein Vizepräsident von dir, der später auch im Zeugenschutzprogramm gelandet ist. Der war mal irgendwann Vizepräsident, aber ja. Zum Zeitpunkt seines Übertritts ins Zeugenschutzprogramm war er gar nichts mehr, oder? War er nicht mal mehr im Club. Ja. Ganz kurz zur Erklärung für die Leute, die das Video vielleicht noch nicht gesehen haben. Die sitzen, wie gesagt, alle an einem großen Tisch. Der Klaas Meyer-Heuer wirft in die Runde rein und sagt, ja, der Janis. Also er kommt erstmal mit zwei Vorwürfen, auf die werden wir auch gleich eingehen. Und sagen, dann kommt der Thomas Heise von der Seite und sagt, ey, der hat ja eine Vollmeise, der Janis. Dann lachen die da kurz alle am Tisch. Ja. Sie machen sich im Endeffekt ein bisschen lustig über dich. Ich weiß. Und kommen dann, wie gesagt, machen aber auch konkrete Vorwürfe, auf die wir dann gleich eingehen. Zum Ersten hast du jetzt gerade gesagt, du kennst den Klaas Meyer-Heuer, die anderen drei kennst du nicht persönlich. Da würde mich jetzt als erstes interessieren, woher kennt ihr euch? Also den Klaas Meyer-Heuer, den habe ich kennengelernt irgendwann, oder? Der kam mal, wir haben eine Party gehabt, das war 2008. Beachparty war das, ja, das war auf jeden Fall im Sommer. Dann hat irgendeiner von meinen Leuten zu mir gesagt, komm mal bitte raus, Chef. Dann bin ich rausgelaufen. Diese Szene ist auch auf meinem Profil, also auf meinem Insta-Profil. Das ist quasi der Ausschnitt, dieses Video. Das ist auch ein Teil von einer Spiegel-TV-Reportage. Genau, genau, wo der mich anspricht, oder? Mein Gesicht kann man da aber, glaube ich, sogar gar nicht sehen. Da sieht man einfach nur, wie ich aus dem Clubhaus rauslaufe. Dann fragt er mich, wie ich das finden würde, dass hier alles voll mit Polizei ist. Dann habe ich gesagt, scheiße, aber das ist ja eigentlich auch scheißegal. Dann hat er mich versucht, irgendeine andere Frage noch zu stellen. Kann ich mich aber jetzt nicht mehr, ehrlich nicht mehr erinnern. Ich habe eigentlich direkt sofort reagiert und habe gesagt, hier, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, oder, dann könnt ihr die gerne stellen. Dann könnt ihr am Freitagabend hierher kommen, dann könnt ihr die stellen. Beziehungsweise mir gebt euch die Frage vor. Das wird dann von euch und von unserer Seite aus unterschrieben. Und dann könnt ihr die stellen und das war's dann. Okay, und dann bin ich wieder reingelaufen. Mehr gab es, einen anderen Kontakt gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Genau, das ist ja auch auf dem Video zu hören. Genau. Wie kam es denn? Ist der einfach bei euch vors Clubhaus gekommen oder hat er sich irgendwie davor angekündigt? Also bei mir hat sich keiner angekündigt, oder? Mir hat auch keiner Bescheid gesagt, ob das, der sich da angekündigt hat. Der stand halt einfach vor der Hütte. Aber das machen sie halt so, oder? Wenn da Polizei, großes Polizeiaufgebot ist. Zu dem Zeitpunkt war es ja schon so, dass mir immer wieder in der Zeitung waren, als, was weiß ich, alles, was mir für Straftaten begangen haben solle damals. Mhm. Und das hat natürlich dann auch mit unter anderem solche Journalisten auf dem Tagesplan gerufen, oder? Da stand der einfach mal da, ja. Bei mir hat sich nie jemand angekündigt, nein. Und dann hast du ja in dem Videoausschnitt, hört man ja, wie du ihm dann, hast du ja eben auch gesagt, sagst, ihr könnt Fragen stellen, uns davor zuschicken, wir beantworten die Fragen. Ist er da jemals drauf eingegangen oder wie ging es dann weiter nach dem? Also ich erinnere mich daran nicht, nein, ich habe dann nie mehr was von dem gehört. Das nächste Mal, das kenne ich aber auch nur aus so einem Videoausschnitt, da war ich selber gar nicht da, da müsste die wiedergekommen sein. Das muss am 26. August 2008 gewesen sein, weil den Tag vorher hat sich einer von uns umgelegt, also Selbstmord begangen.
Und wie gesagt, ich kenne das auch nur aus meinem Videoausschnitt, oder? Da sind die dann auch gekommen. Da war einer meiner Leute draußen, mein Ersatz-Sergeant damals. Und dann ist nochmal einer dazugefahren mit seiner Buell. Und dann habe ich nur mitgekriegt, also aus dem Video geht nur hervor, wie sie sagen, das ist der Janis da, ist euer Präsident da. Und das haben die beide verneint und dann war das Video auch schon wieder Schluss, oder? Okay. Und aber so, an dich ist keiner mehr angetreten? Nein, zum damaligen Zeitpunkt nein. Okay, und wie ging es dann weiter? Also bist du ja dann noch da dann um die Zeit rum irgendwann in Haft gelandet? Ja, 2 Jahre später bin ich dann in den Knast gekommen oder 1,5 Jahre später bin ich dann in den Knast gekommen. Dann hat der mich irgendwann mal angeschrieben, also dieser Glasmeier hat mich dann angeschrieben, beziehungsweise hat mir einen Fragekatalog geschickt und hat auch gefragt, ob er mich da mal besuchen kommen könnte im Knast. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, wieso nicht, oder? Dann kam er. Dann habe ich bestimmt 3-4 Stunden mit dem gesprochen. Hat er mir eben erzählt, dass er vorhätte, ein Buch zu schreiben. Mhm. Mit mir zusammen, im Zusammenwirken mit mir, so. Dann habe ich gefragt, was ich da dran verdiene pro verkauftes Buch. Dann hat er gemeint, zwischen 50 Cent und 1 Euro. Das war mir persönlich zu wenig. Ich kannte mich zum damaligen Zeitpunkt ja überhaupt nicht aus. Mhm. Und dann habe ich gesagt, nee, das läuft sicher nicht, ob er mich eigentlich verarschen will. Und für das Geld erzähle ich da gar nichts, oder? Also hier, was ich da gemacht habe und so, das schreibe ich doch in mein eigenes Buch. Weil zu diesem Zeitpunkt, muss ich dazu sagen, war für mich schon klar, dass ich mein eigenes Buch schreibe. Ich glaube, das war 2014, wo der bei mir war. Das war, muss 2014 gewesen sein, irgendwann. Wie gesagt, ich hatte da ja schon vor, selber mein eigenes Buch zu schreiben. Da habe ich gedacht, nee, das mache ich doch alles selber, da brauche ich doch die Leute. Da. Dann auf jeden Fall haben wir uns so irgendwie verabredet. Wir sind nicht, auf jeden Fall nicht übereinkommen und dann ist der wieder gegangen, fertig. Mhm. Und dann bin ich, nee, das habe ich sogar noch im Knast gelesen, glaube ich, das Buch. Irgendjemand hat mir das Buch gebracht, ich weiß nicht mehr wer. Also die haben das Buch dann ohne dich ausgebracht? Ja, ja, klar, logisch. Mhm. Dann hat er es geschrieben, hier mit der Eierrübe, wo neben ihm sitzt, oder? Also die 2 Namen habe ich auf jeden Fall drin im Gläser, hast du gerade erwähnt. Ja, der Aushilfsindianer. Und ja, dann habe ich das Gläser, dann habe ich ja sofort gesehen, totaler Stunkunnerloge, also total deformiert. Da werde ich, in diesem Buch werde ich über 11,5 Seiten beschrieben. Wie gesagt, absolut für mich persönlich absolut deformiert. Das eine oder andere mag schon der Wahrheit entsprechen, klar. Aber so wie sie es da reingeschrieben, aber ich habe ja, ich habe so viel geil gelesen aus dem Buch, wie gesagt, hauptsächlich das, was über mich gestanden ist und mehr. Oh, da hat mich wirklich viel interessiert. Weil ich weiß ja, wie die Leute agieren, oder solche Leute. Und, ja, wie da, und dann bin ich rausgekommen irgendwann aus dem Knast, hatte ja mit denen Leuten nichts mehr zu tun. Und irgendwann rief mich ein Bruder aus Ulmann, der nach wie vor ein super Bruder von mir ist, aus Ulm, und sagt, pass auf, Janis, hier, der Glasmeier Heuer hätte ihn kontaktiert und hätte ihn gefragt, ob er ihm meine Nummer geben könnte. Und der hat mich jetzt dann natürlich gefragt nach der Nummer. Habe ich gesagt, ja, die kann ich ihm gern geben, klar, logisch. Wann war das so ungefähr? So 2017 irgendwann. Ich bin Ende 2016 bin ich entlassen worden. Das muss 2017 gewesen sein. Irgendwann Anfang 2017. Das weiß ich nicht mehr so genau, ehrlich gesagt. Ich denke, es war 2017, ja. Und hat er mich tatsächlich angerufen, habe ich zu dem gesagt, was willst denn du von mir? Weil ich ja doch sehr enttäuscht war über dieses Ganze, was die da halt so machten für Videos, weißt du, oder oh, das, ich glaube, das kommt, das weiß ich aber nicht mit Sicherheit, ich glaube, dieses Video, wo da entstanden ist, ich glaube, das kommt auch von Spiegel TV, wo ich vor Gericht, beziehungsweise ins Gericht reinläufe und zu denen dann sage, hier, mach die Kamera weg und schlage sie zusammen. Ich glaube, das ist auch von denen, möchte ich aber jetzt nicht mit 100%iger Sicherheit beschwören, weiß ich nämlich ehrlich gesagt nicht mehr, aber ich denke, ja. Und dann habe ich das Buch gelesen, da war ich jetzt nicht so gut, auf die zu sprechen. Ich habe gedacht, da kann ja nichts Vernünftiges dabei rauskommen. Mhm. Dann hat er gleich zu mir gesagt, ey, pass auf, Janis, ich will dich noch bekannter machen. Da bin ich natürlich hellhörig geworden, klar, logisch, oder? Mhm. Ist ja auch in meinem Interesse, ich verfolge nach wie vor dieses Ziel Gnadenhof, das hatte ich ja damals auch schon. Mhm. Und ja, dann hat er mir so erzählt, ich habe eigentlich ein gutes Verhältnis mit dem gehabt. Also ein richtig gutes Verhältnis. Also wir haben wirklich bestimmt alle 2 Wochen spätestens miteinander telefoniert. Mal hat er mich angerufen, mal ich ihn. Mhm. Wir haben uns über private Sachen unterhalten. Also ich habe den eigentlich richtig gemocht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich hab, ja, war für mich ein guter Typ, ja, ganz ehrlich. Mhm. Also ich habe gedacht, es wäre so eine ehrliche Basis, weißt, dass der in der Tat vorhat, für mich jetzt irgendwas Gutes zu tun. Mhm. So war mein Eindruck, ganz klar, ja. Ja, was mich so ein bisschen wundert, ist, dass wenn er war ja schon mal bei dir und ihr habt euch ja eigentlich schon gut verstanden oder beziehungsweise ihr hattet schon den Kontakt. Danach redet er so oder schreibt so schlecht in seinem Buch über dich. Wieso hast du den Kontakt dann nochmal zugelassen? Weiß ich, kann ich dir jetzt sagen, weil ich doch irgendwie gehofft habe. Ich denke, wenn du aus dem Knast kommst und alles verloren hast und das war für mich irgendwie wie so ein Strohhalm, weißt du, und die Gespräche waren ja auch nicht schlecht, also es war ja wirklich auf einer Höhe, es war ja wirklich gut und ich dachte tatsächlich, dass der vorhat, weil der hat ja dann auch irgendwann mal angefangen,
hat mich gefragt, ob ich hier vier Blocks kenne zum Beispiel. Da habe ich gesagt, ja, klar. Und dann hat er mich nochmal nach irgendwas gefragt. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie das heißt. Was Ähnliches wie vier Blocks. Vielleicht weißt du, was ich meine. Ja, Dogs of Berlin. Genau, das hat er gemeint. Ne? Das hat er auch noch gesagt. Da habe ich gesagt, ja, das kenne ich. Und sein Vorhaben war tatsächlich, so hat er es mir auf jeden Fall erzählt, dass er sich sowas vorstellen könnte in der Art, aber dann halt so mehr mit Rocker-mäßig und so. Und ob ich da Interesse dran hätte. Natürlich habe ich da Interesse dran. Klar, logisch. Wenn jetzt mich hier irgendein Regisseur sieht, der meine Geschichte verfilmen möchte, natürlich unbedingt. Oder wenn es ehrlich gemeint ist, klar. Ja. Natürlich habe ich da Interesse dran, oder? Ich will ja so, umso schneller komme ich ja an mein Ziel, also sprich meinen Gnadenhof, oder? Mhm. Und da habe ich natürlich Interesse gehabt und dann ging das aber irgendwie so, dass er dann angefangen hat zu sagen, ja, eben, da müsste ich halt schon irgendwie so Rockerkriegmäßig Deutschland sprechen und so. Den gab es für mich persönlich nie, das habe ich ja in meinem Buch auch detailliert beschrieben, dass es den eben nicht gab. Da habe ich gesagt, Glas habe ich mir versprochen, Entschuldigung. Ich kenne auch einen Lars, ich habe so Schwachbirne, oder? kenne ich tatsächlich, aber ganz andere Geschichte. Auf jeden Fall habe ich dann gesagt, Lars, pass auf, das kann ich nicht machen. Oder ich kann natürlich hier über meine Straftat, die ich begangen habe, kann ich natürlich quatschen, oder? Ja, also, aber ich möchte irgendwie was, das würde ja mit dem Inhalt meines Buches ja gar nicht mehr entsprechen, wenn ich da jetzt hier voll auf Rockerkrieg mache und so, was ja für mich, wie gesagt, persönlich gar nicht stattgefunden hat. Und habe ich gesagt, du, Klaas, nee, geht nicht und so. Und dann habe ich von dem auf einmal nichts mehr gehört. Das heißt, er hat im Endeffekt falsche Hoffnungen gemacht? Das weiß ich alles nicht, ob er das wirklich ernst gemeint hat. Ich weiß nicht, ob er es ehrlich gemeint hat oder nicht, sage ich dir ganz ehrlich. Mhm. Und er wollte im Endeffekt, dass du über den Rockerkrieg irgendwie berichtest. Ja, in die Richtung ging es dann schon so. Ja. Und habe ich gesagt, du, da bin ich das überhaupt machst du nicht. Ja. Das mache ich nicht, oder? Dann habe ich auch von ihm eine Weile lang nichts mehr gehört. Und irgendwann habe ich dann, habe ich ihm mal geschrieben, also über WhatsApp. Und habe ich ihm geschrieben, eigentlich faszinierend, dass ich jetzt, wo ich das abgesagt habe, beziehungsweise dass ich nicht bereit bin, solche Sachen zu erzählen, dass du dann sich bei mir gar nicht mehr meldest. Dann hat er sich wieder bei mir gemeldet und war eigentlich wieder okay, der Draht war wieder okay. Ja, der hat immer noch vor, also ich habe wirklich daran geglaubt, das denke ich nach wie vor, dass das gar kein verkehrter Typ ist. Mhm. Und ich habe wirklich die Hoffnung, ja, dann hat er mir nur irgendwann erzählt, irgendeiner von der Bild-Zeitung wäre gekommen, hätte einen Kontakt zu mir gesucht, ob er ihm die Nummer geben könnte. Da habe ich gesagt, ja, gib ihm die Nummer. Der hat sich natürlich nie gemeldet. Gut, da kann der Klaas jetzt nichts dafür, oder? Also was das für ein Muschi war, keine Ahnung, oder? Also von der Bild. Ja, dann ist der Kontakt irgendwie abgebrochen, oder? Also es hat sich irgendwie so verlaufen, aber es war kein schlechter... Nein, überhaupt nicht. Und wann war der letzte Kontakt dann so 2017, 2018? So? Nein, ja, was, bist du wahnsinnig? Jetzt, das ist sogar nicht so lange her. Also bis vor ungefähr einem Jahr, anderthalb so. Okay, krass. Ja, klar. Ich habe, wie gesagt, ich habe den als total angenehmer Typ empfunden, als ehrlich eigentlich, oder? Ich habe mich mit dem ja wirklich auch über private Dinge, die ich jetzt hier natürlich nicht preisgeben will, das ist ja klar, auch unterhalten. Und es war ein super Gespräch immer. Die gingen zum Teil stundenlang. Ich habe das auch überhaupt nicht verstanden. Und dann hat mir auch mir jemand dieses Video zugespielt. Da habe ich gedacht, Alter, wie geht denn der unterwegs? Habe ich euch verstanden? Ganz ehrlich, ja, habe ich es nicht verstanden. Denn die Eierrübe neben dran hier, verstehst du? Der alte Mann da mit dem Weiß, der Weißkopfadler da. Ja, ich habe es nicht verstanden. Gut, den weiß ich gerade, ob ich den persönlich kenne. Keine Ahnung, gar nichts dazu sagen. Also der Klaas Meyer Heuer, aber dafür, dass ihr euch ein persönlich gutes Verhältnis hattet, hat ja sehr harte, Anschuldigung gehabt. Ja, ich weiß, habe ich nicht verstanden. Ich verstehe es nicht. Ich würde sagen, wir gehen darauf mal gezielt ein. Die erste Anschuldigung war, dass du in deiner Satzung, also man muss für die Zuschauer sagen, dass in einem Motorradclub ist es normal, dass jedes Chapter so eine Regeln, hat. Ob das normal ist in jedem Motorradclub, kann ich nicht beurteilen. Okay. Bei uns war es so, klar, ja. Ich nehme mal an, dass jeder größere Motorradclub sowas Ähnliches hat. Diese Satzung, ich habe sie dir ja gezeigt, oder? Diese Satzung ist öffentlich zugänglich, also die war in der Haft, im Gerichtsakte drin, also da habt ihr von Spiegel TV, dieses Team, habt ihr die Satzung gelesen, die habe ich ja vom Gericht bekommen, verstehst du? Also die Satzung ist jetzt nicht so, dass ich hier sitze und ein Geheimnis dir preisgegeben habe, Clubinterne. Die Satzung war schon in der Akte. Ja, die war in der Akte, das hat also jeder gewusst, oder? Genau, und er hat behauptet, dass in der Satzung drin steht, dass du als Regel sozusagen drin stehen hast, dass du als Einziger deine anderen Mitmember schlagen darfst. Er hat gesagt, dass ich es in eine Satzung niederschreiben lassen habe, sogar, dass ich alleinig das Recht habe, meine Leute zusammenzuschlagen, wann immer ich will. Das ist eine Lüge und das weiß er. Er weiß, dass das eine Lüge ist. Das verstehe ich nicht. Aber das ist eine sehr harte Regel. Erstmal frage ich mich, wer schließt sich bei einem, also ich würde mich nirgendwo anschließen, wo das so in der Regel also das Gegenteil ist der Fall. In meiner Satzung ist sogar ein Punkt, über den Recht brauchen wir hier nicht sprechen, aber ein Punkt sagt glasklar aus,
Schlägereien unter Brüdern, unter Clubbrüdern werden nicht geduldet. Das steht da glasklar drin. Also, und er weiß, dass das da drin steht. Er das kennt diese Satzung, er kennt sie ja vom Gericht. Also deswegen ist es für mich überhaupt nicht nachvollziehbar, wie der da hinsitzen kann, beziehungsweise dort hingesessen und behauptete, dass ich das sogar in der Satzung verankern lassen habe, wo die ganze Schwachköpfe da rum, bis auf die Frau, die habe ich jetzt selber nicht lachen gehört, dass die da anfangen zu lachen. Was denkst du denn, wieso sagt er das, obwohl er die Wahrheit kennt? Ich kann es dir nicht beantworten. Ich weiß es nicht. Ich war selber total enttäuscht, sage ich dir ganz ehrlich. Ich habe es nicht verstanden. Ich begreife es heute, warum er das erzählt. Ich verstehe es nicht, weil ich weiß ja, dass er die Wahrheit kennt. Er kennt ja die Wahrheit. Natürlich weiß er, das habe ich mir sogar erzählt, ich habe schon mal den einen oder anderen in die Schnauze gehauen für meine Leute. Aber da wird nur das erzählt, weißt, warum ich das gemacht habe, weil diese Satzung beinhaltet natürlich auch andere Punkte, also Rules. Und die Leute wussten ja, das habe ich vor kurzem erst im Video bei mir selber auf meinem Profil hochpostet, die Leute wussten genau, worauf sie sich einlassen. Ich habe jedem Neuzugang, also jedem, der Bandido machen wollte, habe ich die Satzung vom Memo vorlesen lassen, also nichts gegen habe ich das vorlesen lassen und dann habe ich den Leuten ja die Frage gestellt, wollt ihr so leben, könnt ihr so leben, dann habe ich dir die Entscheidung getroffen, ja oder aber auch nein. Aber da war nicht der Punkt drin, dass natürlich du nicht. Hast. Ich meine, wie blöd kann einer sein, ja. Wissentlich irgendwo in ein Gefüge einzutreten, dass ich irgendwann mal einen Fehler mache und haut der mir auf jeden Fall in die Schnauze. Ja. Oder einfach nur so. Also die Behauptung von Klaas Meyer-Heuer war ja wie folgt, so habe ich sie auf jeden Fall verstanden, dass es da nicht mal einen Anlass dazu geben muss, dass ich irgendwelche Leute zusammenschlagen kann. Mhm. Also nach Lust und Laune, wie ich es gerade will. Mhm. So habe ich das auf jeden Fall verstanden. Ja, so hat es auf jeden Fall auch dargestellt. Ja, das stimmt ja aber so nicht. Dass du ein Psychopath bist, der wahllos seine Freunde und Brüder verbrannt. Ja, das stimmt aber so nicht. Ja. Es gab, wie gesagt, für den einen oder anderen körperlichen Verweis, ja. Der war auch unbedingt vonnöten zum damaligen Zeitpunkt, für den einen oder anderen. Was war denn zum Beispiel ein Grund für dich, dass du sagst, okay, dafür gibt es einen körperlichen Verweis, so wie du es nennst? Ja, zum Beispiel, bei mir im Chapter, ist kein Scherz, war ein Drogenverbot. Also Heroin, Kokain und das ganze Zeug war bei mir verboten. Dann hatte ich so einen Kandidat dabei, auch das wird natürlich in meinem Buch detailliert beschrieben. Der hat sich da irgendwas reinpfiffen, klein Memo, ist angerannt, komme, Chefe, ich weiß was, oder? Hat er den Typ angeschissen, also sein eigener Clubbruder eigentlich, was ja auch meiner war. Dann habe ich das vor versammelter Mannschaft, habe ich den an den Tisch gebeten, habe gesagt, hier, pass auf, der Name war Obelix übrigens von dem, das war der Spitzname. Habe ich gesagt, pass auf, wenn du das nochmals machst, dann du Scheißhaufe, dann trete ich dir den Schädel ein. Ja, kommt nie mehr vor, Chefe. Alles klar, keine 4 Wochen später kommt Memo wieder angerannt. Wieder über die gleiche Person hat er das wieder gesagt und ich wieder vor versammelter Mannschaft habe ihm wieder so eine Ansage gemacht. Ja, beim dritten Mal habe ich ja nichts mehr gesagt. Bin hingelaufen, habe einen Plattschlag an der Tankstelle, Kutte runtergerissen und tschüss, fertig, war er draußen aus dem Club. Ich meine, wie oft willst du sowas noch sagen? Du machst dich ja unglaubwürdig vor allen anderen, oder? Wenn du kannst ja nicht hingehen. Weißt du, diese Journalisten, die beschreiben das immer äußerst brutal. Aber die Leute, die sich sowas anschließen, also, dass die sich jetzt nicht unbedingt immer Kegelverein anschließen, das ist ja auch offensichtlich, oder? Also, die wissen schon, dass es da auch mal ein wenig rauer zugehen kann. Und wenn es nur beim Campen oder so ist, die, ja, verstehst du, was ich meine? Also, das ist jetzt so, ja, weiß ich auch, wie gesagt, ist halt kein Kegelverein, oder? Mhm. Und wenn die Leute sich doch bereit erklären, ja, nach den Rules wollen wir tatsächlich auch leben, da dagegen aber die ganze Zeit verstoßen, ja, was soll ich da machen? Also ich sage, ja gut, okay, jetzt habe ich es zweimal gesagt, jetzt sage ich es ein drittes Mal, und in Zukunft sage ich gar nichts mehr. Mhm, ja, klar, du musst irgendwie durchgreifen. Genau, da musst du durchgreifen, so einfach ist das. Aber auch sehr okay, um auf den Kegelverein zu kommen, selbst dort fliegst du dann auch raus. Du kannst nicht im Kegelverein die ganze Zeit hingehen und die Kegel vorne klauen. Irgendwann sind da keine mehr da, dann können die Leute nicht mehr spielen. Da schmeißen die dich ja dann auch irgendwann raus, wenn sie das feststellen, dass du das warst. Mhm. Zum Beispiel jetzt, verstehst du? Ja, ja. Und so Sachen, dann hat man auf den Kopf gegeben und fertig. Mhm. Gut, der zweite Punkt, der behauptet wird, ist, dass du, das war auch ein Punkt, der öfter bei uns kommentiert worden ist, was die Leute, wir haben es im Privaten besprochen gehabt, aber wir haben es nie in einem Video besprochen, deswegen ist es auch gut, dass wir es jetzt hier öffentlich im dritten Teil so sagen. Der zweite Punkt war, dass du anscheinend von einem Clubbruder die Frau gezwungen hast, anschaffen zu gehen. Ja, das habe ich auch schon mehrfach bei mir auf meinem eigenen Channel gesagt, das ist komplett erstunkener Logo. Die Wahrheit ist, der heißt Olli, das war der Präsident von meinen Chicanos. Der kam irgendwann mit einer Dame zu mir, mit einem jungen Mädel, also die war 18,5 oder 19 Jahre alt, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr genau. Die wollte von sich aus anschaffen gehen. Und dann habe ich der Olli mich gebeten, mit der Dame zu sprechen, das habe ich dann auch tatsächlich gemacht. Dann habe ich ihr erklärt, oder beziehungsweise habe ich erklärt, wie das laufen würde. Und dann habe ich sie gefragt, ob sie da dafür bereit wäre. Dann hat sie gesagt, natürlich, die war offen für alles. Ich muss dazu sagen, diese Dame hatte wirklich viel Geld. Die hatte gar keinen Bock, irgendwie normal Arbeit zu geben. Das war mein Eindruck. Mhm. Ich glaube, das hat sie sogar damals genau so gesagt. Mhm.
habe ich gesagt, ja gut, du bist hübsch, du kannst auf jeden Fall das Geld leichter verdienen. Habe ich ihr das erklärt und dann war sie damit einverstanden und gut, ist ja und fertig. Oder? Warum hast du dann mit ihr geredet? Weil der Olli jetzt nicht unbedingt so der erfahrene Typ war, was Rotlicht angeht. Oder? Das heißt, du hast ihr so ein bisschen erklärt? Ich habe ihr ein bisschen erklärt, ja, so wie das läuft. Und deswegen habe ich das gemacht. Aber so wie es dort behauptet wird in diesem Video, dass ich da die Ausbildung übernommen habe, totaler Schwachsinn, oder? Ja, das ist ja alles totaler Quatsch. Also behauptet wird, du hast sie gezwungen? Das stimmt nicht, ja. Und hättest dafür jeden... Hättest 500 Euro angeblich gekriegt, das stimmt nicht. Es war anders. Ich hatte mit dem Olli eine Summe X ausgemacht, oder? Dafür, dass ich ihr das alles erkläre, wie das läuft. Also ihm um die Arme greift, sagt er, ja, okay, das macht er. Und das war alles fertig. Mehr war es nicht. Und wie kommt denn jetzt dieser... Ich kann es dir nochmal nur wiederholen. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nichts. Ich hab für mich unerklärlich. Aber ja. es muss ja irgendwie irgendwo mal nur irgendwie ein Ansatzpunkt aufgetaucht sein, dass der sich überhaupt diese Geschichte... Weiß ich nicht. Muss ja in der Akte oder irgendwie... Ja, wie gesagt, nochmal... Er kennt die Akte. Mhm. Er kennt die Akte. Er weiß, dass das nicht der Wahrheit entspricht, was er da erzählt hat. Aber es muss in der Akte ja, also der Nemo oder... Memo heißt er, ja. Der Memo muss ja, er muss ja das irgendwie erzählt haben, weil der Klassenmeier kann sich ja die Geschichte nicht einfach aus dem Finger saugen. Nein, der Klassenmeier, also der Memo hat sie auf jeden Fall erzählt, natürlich. Der Memo hat aber auch erzählt, ich hätte seine Frau gezwungen, der Prostitution nachzugehen. Auch das ist ja gelogen. Ich stelle mir folgende Frage. Seine Frau, seine damalige Partnerin, ist ja mit ihm zusammen ins Zeugenschutzprogramm gegangen. Warum ist die nie vor Gericht erschienen? Die hat ja auch nie gegen mich ausgesagt. Die ist nie vor Gericht erschienen. Warum? Wenn sie doch geschützt wird, mit ihrem Lebensgefährten, also mit Memo, zusammen ins Zeugenschutzprogramm geht, wieso kommt sie denn nicht vor Gericht? Er war so gut wie jede Woche da. Mhm. Der hat der Sache erzählt, der Janis hat das, also die Bulle wollte mich unbedingt haben. Mhm. Und er hat so viel Scheiße erzählt, dass selbst die Bulle, obgleich die mich ja unbedingt haben wollte, dass selbst die zu ihm gesagt habe, hey du, wenn man dich anhört, dann war ja alles der Janis. Dann hat der Memo gesagt, ja, ich weiß, das hört sich unglaublich an, das habe ich alles schwarz auf weiß. Ich weiß, das hört sich unglaublich an, aber genau so war es, der Mann ist total krank, also hat er über mich gesagt. Warum ist denn aber seine Frau doch nicht ins Zeugenschutzprogramm gegangen? Entschuldigung, die ist ja ins Zeugenschutzprogramm. Wieso ist die nie vor Gericht erschienen? Am Anfang hieß es, wegen der Schwangerschaft. Die hat ja ein Baby bekommen. Mhm. Anscheinend von ihm, vom Memo. Weiß ja, ich war ja dabei. Dann hat man natürlich Rücksicht drauf genommen. Baby, ist ja klar. Dann später hieß es dann, ein paar Monate später, so wurde der Prozess ja immer mehr in die Länge gezogen. Später hieß es dann wegen einem Milchstau. Ich kenne mich jetzt nicht unbedingt aus, ich habe es mir dann mal erklären lassen. Das ist in der Tat möglich. Aber bei uns in unserem Prozess war ja auch einer von Europol. Ein angeblicher Mr. X, also so heißt er in der Akte Mr. X, der wurde an die Wand hin projiziert mit einem riesen Projekt. Also den Mann selber habe ich mir nie im Gerichtssaal gesehen. Also der kann egal wo auf der Welt gesessen sein. Nach mehreren Monaten, oder, habe mir, genau, dann wurde sie sogar noch untersucht vom Amtsarzt. Genau, das wurde dann auch noch angeordnet vom Gericht. Aber das war auch bloß allerdings hier eine Farce. Auf jeden Fall, die kam nicht. Und dann habe ich den Vorschlag, also hab zu meiner Anwältin gesagt, ey, wieso schlagen wir das nicht einfach vor hier mit dem, dass man die Dame auch an die Wand projiziert. Egal, wo die ist, wir würden es ja nie wissen. Und dann können wir uns ja so mit ihr auseinandersetzen. Mhm. Ach, das fand nie statt. Also ich heraus, dass im Endeffekt wurden Vorwürfe der Memo, das hatten wir auch schon geklärt, der hat über was weiß ich wie viele Seiten und wie viele Stunden ausgesagt und hat versucht, sich irgendwie aus der Haft rauszuretten und irgendwie ins Zeugenschutzprogramm und irgendwie dich ranzukriegen. Falsch, du hast, Entschuldigung, ganz kurz, der war schon draußen, aus dem Knast, der war schon im Zeugenschutzprogramm. Also der wurde, ich glaube, das war 25. März 2010, der wurde rausgenommen aus dem Knast, direkt ins Zeugenschutzprogramm. Der saß ja vor uns mit der schusssicheren Weste. Da waren noch drei Beamte drin, oder? Mit der Kanone im Gerichtssaal, also vom Zeugenschutz. Und dann saß er da mit dem Staatsanwalt auf der Anklage, also ja, auf der Anklagebank saß er ja mir, also die auf der, der saß neben dem Staatsanwalt fertig uns gegenüber, mit der schusssicheren Weste und mit den drei Bullen bewaffnete da drin. Und der Memo hat so viel Scheiße erzählt. Natürlich wurde das alles verschriftet in der Akte. Und ich weiß, dass der Klassenmeier Zugang zu deiner Akte gehabt hat. Und so ist der an die Information gekommen, dass ich die Leute gezwungen hätte, beziehungsweise ihn und aber auch den Olli, oder, die Frau anschaffe zu schicken. Aber von diesen Frauen ist nie eine vor Gericht aufgetaucht. Eine hat gegen dich ausgesagt. Nein, keine einzige. Nein, niemals. Wie kannst du dir das erklären? Ich kann es dir überhaupt nicht erklären. Ich kann es dir nicht erklären. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären, ich habe keine Antwort auf die Frage. Für mich auch unverständlich. Also, ich glaube nie, ich glaube nicht, dass da jemals wirklich ein Interesse von Seiten des Staatsanwaltes
da war, wirklich diese Leute zu verhören. Die wollte das Ding einfach so weit in die Länge ziehen, uns dann entlasse irgendwann nach jahrelanger Haft mit einem riesen Berg von Schulden, dass du nie mehr auf die Füße kommst. Verstehst du? Das könnte ich mir gut vorstellen, dass es so war. Aber ich schreibe jetzt gerade wieder ein zweites Buch. Da geht es nämlich auch um solche Dinge, oder? Natürlich. Mhm. Da geht es um Psychologie eines jeden Menschen, um Intrige, Verrat, um ein angeblich demokratisches, meiner persönlichen Meinung nach, ist kein demokratischer Rechtsstaat hier. Wer da was anderes sagt, ist für mich absolut, für mich persönlich total naiv. Mhm. Da geht es in meinem nächsten Buch drum. Natürlich kommt nur die ein oder andere Scheiße von mir rein, was ich gebaut habe, klar. Aber ich kann es mir nicht erklären. Kann dir keine Antwort auf diese Frage geben. Ich würde ganz kurz noch um das abzuschließen mit der Spiegel-TV-Sache. Wie siehst du die ganze Sache denn jetzt? Also für mich persönlich, oder, sind solche Leute wie der Perser zum Beispiel, wenn ich jetzt mal den nennen darf, für mich sind das Witzfiguren, das sind die, sich zumalen bis zum Hals hoch, also sprich zu tätowieren, oder die größte Fresse gegen Journalisten und gegen Bullen, oder die erste, wo vorne dran stehen und gegen die Leute treten, und eigentlich lächerlich, und jetzt sitzen sie genau mit diesen Leuten an einem Tisch. Ja gut, andere Freunde könnte sie eigentlich nicht mehr haben, wenn wie andere Leute, was auf, bei uns ist das so, geht um Stolz und um Ehre, verstehst du, und das sind ja die Leute auch. Verstehst du, was ich meine? Mhm. Und dann auf einmal aber nur noch mit solchen Leuten, und ich nehme mal an, dass bei diesem Gespräch auch Polizei anwesend war, irgendwo, die hast du nicht gesehen, aber der ist ja im Zeugenschutzprogramm, was soll ich denn von solchen Leuten halten? Und dann maßt er sich an, in Bezug auf meine Person zu lachen, ich kenne den ja gar nicht, und lacht dann einfach nur blöd. In Wirklichkeit muss doch er denken, wenn er wirklich noch ein bisschen Funke Charakter hat, muss er doch denken, Alter, mit wem sitze ich denn hier überhaupt rum? Die Leute habe ich früher bespuckt, die Leute, wo mich beschütze, die habe ich gehasst. Ich meine, eins ist klar, zu mir hat mein Bulle gesagt, Mir liebe der Verrat, aber mir hasse der Verräter selber. Also glaubst du im Ernst, dass die Bullen die Typen sind? Ach, die nehmen doch die geil. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da wirklich gerade Bullen, die gibt es jetzt unzählige, habe ich ja in meinem ersten Buch beschrieben, dass diese Bullen diese Leute mögen. Natürlich nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Ich glaube auch zum Beispiel, ganz ehrlich, eine Frau, dass eine Frau jetzt nicht auf gewalttätige Menschen steht, ist für mich klar, logisch natürlich, das ist ja normal. Aber trotz alledem denke ich einfach, dass eine Frau irgendwie doch beschützt werden will von ihrem Mann. Verstehst du? Also der muss kein Gewaltverbrecher sein, nein, aber trotz alledem will jede Frau Sicherheit. Sicherheit, genau, das Wort habe ich gesucht. Trotzdem wissen, ey, der kann mich beschützen, wenn es drauf ankommt. Ja, aber was soll das jetzt mal ganz im Ernst, was soll denn die Frau, wenn der Perser dann eine haben sollte, ich weiß es ja nicht, was soll die über den denken? Ja, wenn, vielleicht hat er schon eine längere Beziehung oder seine Ex-Beziehungen, was soll die von solchen Leuten, er ist ja der Einzige, der das gemacht hat, was soll man von so jemandem denken? Die ganze Zeit die größte Fresse, verstehst du, und dann auf einmal sitzt er mit den Leuten am Tisch, die er eigentlich verachtet und hasst und lässt sich von Polizei beschützen. Und das ist schon nicht nachvollziehbar. Wir sind jetzt hier schon am Ende von den 26 Minuten. Okay. Ich höre daraus auf jeden Fall aus der ganzen Sache eine große Enttäuschung. Ja, klar. Eine sehr große Enttäuschung. Aber nur in Bezug auf diesen Glasmaier, ja, natürlich. Genau, klar. Ich kenne ich halt von der Nase. Genau, eine sehr große Enttäuschung. Man kann sich da selber sein Bild machen, wie man. Also, man ist ja ist bekannt, dass Spiegel TV und gerade Springer Verlag sehr viel mit der Polizei und dem LKA zusammenarbeitet, sehr eng. Und man kann sich da jetzt sein Bild selber draus machen, was man davon hält, ob man der Geschichte von Jannis glaubt, ob man den Spiegel TV-Leuten glaubt. Schreibt in die Kommentare. Jannis ist mittlerweile auch, hat einen YouTube-Kanal, er ist unten bei uns hier verlinkt, alles unten ist verlinkt, Klamotten hier, sehr geiles Longsleeve, wird auch alle weiteren Infos bei ihm auf dem Kanal, bei uns auf dem Kanal, ihr wisst Bescheid. Danke für deine Zeit. Danke, mein Freund. Und bis zum nächsten Mal. Peace.